Das kleine und beschauliche Städtchen Heiterbach liegt idyllisch am Rande des Nordschwarzwaldes im Kreis Calw. Ehemals ein Handwerker- und Bauernstädtchen. Genau zwischen dem rauen Schwarzwald und dem lieblichen Gäu gelegen. Heiterbach hat mittlerweile ein gut florierendes Industriegebiet. Also ein kleiner, ruhiger und behaglicher Ort inmitten der Natur, in dem es sich gut leben lässt. Doch jetzt ist es mit der Ruhe und Behaglichkeit vorbei. In Heiterbach ist ein Luftlandeübungsgelände mit einem Flugplatz geplant. Nach einiger Zeit gründete sich eine Bürgerinitiative gegen diese Pläne. Zur Stadt gehören der Weiler Alt-Nuifra mit 50 Einwohnern, Beihingen mit 900 Einwohnern, Ober- und Unterschwandorf haben 1400 Einwohner, Heiterbach selber hat 3500 Einwohner, insgesamt also rund 5800 Seelen. Gleich neben Heiterbach liegt das alte Rittergut Dürrenharter Hof. Anfang März 2017 erfuhren die Heiterbacher Bürger beiläufig über die lokale Presse, dass ein Luftlandeübungsgelände mit Flugplatz auf privaten Flächen geplant sei. Auf den landwirtschaftlich genutzten Grundstücken beim Dürrenharter Hof und auf dem Grundstück des benachbarten Segelflugplatzes Heiterbach. Dort sollen das KSK, das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, die Bundeswehr und die US-Armee üben. Auf dem geplanten Übungsgelände sollen Fallschirmabsprünge, Lastenabwürfe, Luftlandeübungen, Absetzen und Aufnehmen von Soldaten, Verwundetentransporte, Auf- und Abbau von behelfsmäßigen Krankenhäusern, simulierte Boden- und Häuserkämpfe und das Be- und Entladen von Hubschraubern und Flugzeugen stattfinden. 100 Gebiete seien vom Staatsministerium überprüft worden. Heiterbach hätte das am besten geeignete Gelände dafür. Direkt an Heiterbach gelegen, auf einer kleinen Hochfläche etwas über der Stadt. Bei den Maschinen, die eingesetzt werden sollen, handelt es sich um gewaltige Brummer, die im Tiefflug in nur 100 bis 400 Meter Höhe über Heiterbach hinwegfliegen sollen. Wie die amerikanische Hercules 130C, die Transall 160C, Airbus NH90, Airbus A400M, Chinook CH-47, Airbus H-145M, Sikorsky CH-23 und der Senkrechtstarter Osprey V-22, berühmt und berüchtigt für seine vielen Abstürze. Geübt werden soll an 120 Tagen im Jahr. Das bedeutet, dass bei schönem Flugwetter alle ein bis zwei Tage Übungen stattfinden würden. Wie kam es überhaupt dazu? 2009 kaufte das Land für Bosch den Militärflugplatz Malmsheim-Renningen. Das Verteidigungsministerium und der Bund wollten ihren Flugplatz zunächst nicht verkaufen. Mit dem Versprechen, dass es Ersatzflächen von Bund und Land gäbe, kam der Deal zustande. Städten am Kalten Markt im Gespräch und Ihinger Hof fest im Blick. Bis 2029 sollten die Soldaten auf dem Mittelteil des Geländes weiter üben können. Aber nun drängelt Bosch und will zügig erweitern. Das Militär soll Platz machen. Doch der Truppenübungsplatz Stetten und der landeseigene Ihinger Hof stehen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Um das selber eingebrockte Problem vom Tisch zu haben, sollte jetzt das betuliche Heiterbach herhalten. Der heutige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, war 2009 als Staatssekretär des Verteidigungsministeriums bei den Verhandlungen dabei. Er warnte eindringlich vor einem Verkauf, da es heutzutage unmöglich sei, wieder einen militärischen Flugplatz genehmigt zu bekommen. Dem Verkauf sei nur deshalb zugestimmt worden, weil das Land zwei Ersatzgelände zur freien Verfügung hätte.
In Heiterbach gründete sich schließlich eine Bürgerinitiative. Schon bald hatten die Mitglieder über 1400 Unterschriften gesammelt. Daraufhin wurde in der alten Festhalle eine öffentliche Sitzung über den Luftlandeübungsplatz abgehalten. In der völlig überfüllten Halle stimmte der Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme für einen Bürgerentscheid. Der Bund ist nicht an den Ausgang eines Bürgerentscheids auf Gemeindeebene gebunden. Aber wenn die Bürger gegen das Übungsgelände stimmen, ist die Stadt verpflichtet, alle rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Luftlandeübungsplatz zu verhindern. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid wird obendrein so großen politischen Druck auf die Verantwortlichen ausüben, dass diese womöglich schon von sich aus auf ein Übungsgelände in Heiterbach verzichten werden. Schon um Ausschreitungen wie bei Stuttgart 21 zu vermeiden. Mit Spannung wurde der Wahltag erwartet. Denn es gab natürlich auch Befürworter des Luftlandeübungsplatzes. Zum Beispiel der Bürgermeister, CDU, örtliche Großunternehmer mit Sitz im Gemeinderat, CDU, viele örtliche Vereinsspitzen, CDU, der Landrat des Kreises Calw, CDU, das Staatsministerium Stuttgart, Grüne und CDU und auch der Bund. Hier vor allem der Staatssekretär im DB, Hans-Joachim Fuchtel, CDU. Den Verkauf des Flugplatzes Malmsheim-Renningen eingefädelt und die Verhandlungen mit dem Bund geführt, hatten damals die Ministerpräsidenten Oettinger, Mappus und MdB Binninger. Alle CDU. Sprachrohr dieser Befürworter war die Nagolder Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten. Mächtige Gegner, die mit allen Mitteln für ein Übungsgelände in Heiterbach gekämpft hatten. Schon vor der Ortsbegehung am 5. Mai 2017 hatte sich der Bürgermeister als Befürworter gezeigt. Kritischen Bürgern wurde jetzt das Wort entzogen. Auf dieser Basis können Sie auch keine Informationen hier bekommen. Ich will nur sagen, er hat gesagt. Nach der Ortsbegehung ging es zu einem Informationsabend des Staatsministeriums. Hier waren Infotische und eine Fragentafel aufgebaut. Es wurde nicht wirklich diskutiert, sondern nur informiert. Und Fragen wurden nicht beantwortet, sondern nur gesammelt. Als der Infoabend beendet werden sollte, ohne dass irgendwelche Fragen wirklich beantwortet worden waren, der ganze Infoabend sich als eine reine Reklameveranstaltung entpuppte, kam es zum Eklat. Der Bürgermeister, der eilig auf die Bühne gerufen werden musste, konnte die aufgebrachte Menge nur mit Mühe besänftigen. Nicht ohne sich vorher selber wüste Beschimpfungen gefallen lassen zu müssen. Das nächste Mal will ich nicht bedanken. Es hat nicht viel gefehlt und die Bürger hätten schon damals die Bühne gestürmt. Fünf Tage später wurde dem Gemeinderat und dem Bürgermeister ein offener Brief der Bürgerinitiative übergeben. In diesem waren die Argumente und Aussagen der aufgebrachten Bevölkerung zusammengefasst. Die ersten Hochrechnungen sollten um 20 Uhr kommen. Angespannt warteten viele Bürger auf die Ergebnisse.
Aber es sollte dauern, bis die Ergebnisse aus allen Wahllokalen eintrafen. Bis dann die vielen Briefwahlzettel ausgezählt waren, war es schließlich 22.35 Uhr. Der Wahlausschuss bestand aus dem Bürgermeister, den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates und einer Vertreterin der Bürgerinitiative. Dann endlich stand das amtliche Wahlergebnis fest. Allen Widerständen, Einschüchterungsversuchen und Desinformationskampagnen zum Trotz hatte die Bevölkerung für ein klares und eindeutiges Ergebnis gesorgt. 61,02% gegen das Übungsgelände in Heiterbach zu 38,98%. Bei einer Wahlbeteiligung von 70,3%. Die Stadt Heiterbach ist mit diesem Votum nun gezwungen, alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Luftlandeübungsgelände beim Dürrenharter Hof zu verhindern. Ob auch der Bund, das Land und der Kreis den klaren Bürgerwillen anerkennen werden, bleibt abzuwarten. Die Heiterbacher Bevölkerung hat aber klar zum Ausdruck gebracht, dass wenn das Votum nicht anerkannt wird, ist die Bevölkerung zum zivilen Widerstand bereit.